Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video und ich muss mit einer blöden Botschaft leider anfangen. Die beiden Spieler aus der Europa League habe ich zeittechnisch einfach nicht geschafft. Das ist absolut unglücklich, aber Frankfurt ist ja eh schon weiter und Leipzig gegen Trondheim ist vielleicht auch nicht das allergeilste Spiel, aber die Champions League Spiele sind dafür dabei. Tippt gerne mit in den Kommentaren, bleibt fair auf jeden Fall und jetzt viel Spaß. Der FC Schalke 04 konnte sich bereits am letzten Spieltag schon für die Gruppenphase qualifizieren, doch man bekleckerte sich dort nicht wirklich mit Ruhm. Beim FC Porto verlor man doch recht sang- und klanglos. Jetzt sollte man beim letzten Spieltag zu Hause gegen Lokomotive Moskau nochmal alles gut machen und sie waren auch dazu angehalten, hier in Führung zu gehen. Das ist Guido Burgstaller, der sich da körperlich stark gut durchsetzt und dann schätzt da Guilherme die Situation richtig ein, klärt zum Eckstoß. Den hätte er nicht festhalten können. Das war ein guter Abschluss, der hätte auch sonst gepasst. Schalke ja mit keiner Möglichkeit mehr, einen Platz nach oben oder einen nach unten zu gehen. Dementsprechend konnten sie auch locker und ohne Druck aufspielen. Und sie hatten eine richtig starke Möglichkeit schon wieder in der 11. Spielminute. Es war eine gute, eine starke Anfangsphase. Doch dann wurde auch mal Moskau gefährlich nach vorne. Eder macht den Ball gut fest, legt ihn dann auf die Außen. Miranchuk über die rechte Seite. Über die rechte Seite kriegt dann auch gleich die Flanke rein. Nein, er macht den Abschluss, testet Fährmann. Dann ist Rudi aufmerksam und klärt die Situation. Also eine turbulente Anfangsphase. Schalke hatte etwas mehr auf der eigenen Seite. Doch nach einer halben Stunde wurde dann Moskau noch gefährlicher und noch drückender. Tarasow mit dem Abschluss, aber Fährmann ist ein klasse Keeper und den hält er ganz locker fest. War auch nicht mit so viel Druck geschossen. Gepasst hätte er dennoch. Jetzt nur wenige Minuten später wieder der Gastgeber aus Gelsenkirchen. Amine Harit gegen Höwe des Ex-Schalker und dann Burgstaller, der schoss wirklich aus allen Lagen. Hätte sich schon dafür eigentlich ein Tor verdient gehabt, aber Guilherme im Tor der Gäste war immer wieder da und konnte mit starken Paraden dieses 0:0 festhalten. Nochmal Moskau jetzt vor der Pause über die linke Außenbahn. Lisov legt sich den Ball zu weit vor, Schöpf kann ihn aber nicht richtig klären. Dann ist das Eder, der auffliegt und dann nochmal Eder mit dem Abschluss. 42. Spielminute, Ralf Fährmann sorgte erstmal dafür, dass es hier weiterhin torlos stand. Die Torhüter im Fokus dieser Partie, weil es wirklich viele Abschlüsse gab, aber bislang wurde noch keiner überwunden. Der anschließende Eckstoß dann auch nochmal mit Gefahr, von der linken Seite gefährlich reingetreten und da ist tatsächlich Benedikt Höwedes. Schalker Urgestein, das wäre natürlich eine Geschichte hier gewesen, aber er schießt den Ball doch recht deutlich am Kasten vorbei mit seinem linken schwächeren Fuß. Wir haben dann also noch kein Tor gesehen nach den ersten 45 Minuten, aber es war eine unterhaltsame Partie mit vielen Torchancen und das sollte sich doch hoffentlich im zweiten Durchgang so jetzt auch bestätigen. Jetzt wurde aber Moskau erstmal wieder auffälliger. Krychowiak ist in der Distanz da, legt aber nochmal rüber. Eder bekommt den Ball von Fernandes. Aber wieder Fährmann, der den Ball ganz einfach festhalten kann. Und dann der FC Schalke 04 mit dem Freistoß in der 66. Spielminute. Und Daniel Caligiuri mit dem Hammer. 1:0 für Schalke, Traumtor, perfekt getroffen. Und so dann doch die Führung für den FC Schalke 04. Die Felddienstarena stand natürlich Kopf. Super Freistoßaktion. Da werden Laufwege angetäuscht und dann ist es aber auch einfach ein sensationeller Schuss von Caligiuri. Der passt alles, die Härte. Der schlägt nicht komplett im Winkel ein, aber der ist eben zu straff geschossen. Da kommt kein Keeper der Welt mehr ran. Aus dieser Distanz war eben auch noch ein verdeckter Schuss. Viertelstunde dann noch knapp auf der Uhr. Schalke wollte es jetzt entscheiden. Die Flanke von links kommt nicht rein. Höwedes kann das Ganze erstmal klären. Aber Miranchuk verliert den Ball an Serdar. Der liegt drüber auf Burgstaller. Und dann immer wieder Abschlüsse. Aber immer wieder dann die Torhüter dazu da, das Ganze zu vermeiden. Das war jetzt auch kein perfekter Abschluss. Trotzdem auch der hätte wieder zum 2:0 führen können. Das 2:0 wurde jetzt langsam aber überfällig. Sie spielten wirklich gut, die Elf von Tedesco war klasse aufgelegt. Rudi dann nochmal, nein, Bentaleb war es, pardon, Rudi legt auf. Aber das war dann der Schuss am Kasten vorbei. Bentaleb ist ja auch Linksfuß, dementsprechend in der Situation nicht die hundertprozentige Torgefahr in der Situation. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr, nochmal Schalke. Rudi jetzt auf den mitgelaufenen Caligiuri, der mit der Flanke und Amine Harit am zweiten Pfosten. Mit der Entscheidung. 84. Spielminute. Der FC Schalke 04 sichert sich im sechsten Spiel dann noch einen
nächsten Dreier. Sieht damit in der Tabelle auch deutlich besser aus, auch wenn nach oben eben kein Spielraum mehr war, nach unten dementsprechend auch nicht. Trotzdem 1:2:0 gegen Lok Moskau ist nochmal gut fürs Vertrauen vor den anstehenden K.O.-Spielen dann in der nächsten Runde im nächsten Jahr. Schalke gewinnt also absolut verdient mit 2:0 gegen Moskau. Es gab immer wieder zwischendurch Phasen, wo Moskau stärker wurde, aber dann konnten sie sich auf ihren Schlussmann verlassen. Ralf Fährmann eben auch mit einer richtig klasse Partie super Taten gehabt und Schalke hat im Endeffekt die Torchancen dann genutzt, auch wenn es dafür einige Minuten brauchte. Schalke gewinnt gegen Lokomotive Moskau mit 2:0. Es geht noch um den Gruppensieg für Borussia Dortmund, dann dafür wäre der Sieg heute gegen AS Monaco Pflicht und Monaco ist nicht wirklich gut aufgelegt. In der Liga sieht es schlecht aus, in der Gruppenphase, in der Champions League extrem ungefährlich und der BVB wollte hier auch von Anfang an zeigen, wer dafür verantwortlich sein sollte oder wer dazu angehalten sein sollte, hier diese Partie zu machen. Monaco versuchte es dann endlich mal nach schon über einer gespielten Viertelstunde. Henrichs mit der Flanke, aber auch das ist nicht wirklich gefährlich. Bürki ist da und fängt ihn dann ohne Probleme ab. Kein Abschluss in dieser Situation zustande gekommen. Auf der anderen Seite aber, der Szene vorausgegangen war dieses Handspiel, Ellbogenspiel, kann man sich sicherlich drüber streiten. Es gab keinen Strafstoß, aber auch keine Beschwerden der Elf von Lucien Favre. Dann Brünn Larsen über die linke Seite. Halb Schuss, halb Flanke, auch da wurde es nicht so richtig brenzlig für Diego Benaglio. Kennt den BVB ja auch noch relativ gut aus seiner Wolfsburger Zeit. 10 Minuten vor der Pause und der BVB wurde jetzt drückender. Axel Witzel legt auf Paco Alcacer. Der versucht erstmal abzuschließen, kommt nicht durch. Witzel und Reus dann mit dem Abschluss. 1:0 für die Gäste. 37. Spielminute, der BVB schoss sich verdientermaßen in Front und brauchte dafür ja, knapp 37 Spielminuten, die waren dann genau abgelaufen, als der Treffer fiel. Aber es war doch im Großen und Ganzen die verdiente Auszahlung für den Einsatz, den sie hier zeigten. Monaco machte keine wirklich gute Partie. Der BVB konzentrierte sich auf eine stabile Verteidigung, setzte dann diese Nadelstiche. Diese waren dann gefährlich und so konnten sie dann mit 1:0 in Führung gehen. Und es gab vor der Pause nochmal einen Freistoß, ebenfalls für den BVB aus sehr guter Situation, aus sehr guter Position. Die Situation durchaus gefährlich. Man kennt Paco Alcacer, hat ja gegen Augsburg ungefähr aus dieser Position das 4:3 einst erzielt. Und dann legt Delaney aber rüber und Marco Reus macht es besser, als jeder andere es auf diesem Planeten könnte. Das muss man einfach so sagen in dieser Situation. Ein fantastischer Abschluss. Der passt perfekt. Es gibt an diesem Schuss nichts auszusetzen. Rübergelegt und dann ist das ja sagenhaft. Man kann dazu nicht mehr viele Worte verlieren. Den trifft er perfekt. Die Schusstechnik, die Schusshaltung stimmt. Und dann ist dafür niemanden auf der Welt irgendwas zu halten. 2:0 für den BVB und Marco Reus mit einem absoluten Traumtor, das man sicherlich nicht das letzte Mal gesehen haben wird. Monaco muss sich im zweiten Durchgang noch einiges überlegen, aber der Zug wirkte dann doch etwas abgefahren und der zweite Durchgang wurde dann für Monaco nicht viel besser. Sie bemühten sich nach vorne zu spielen, doch der BVB ließ auch nicht so viel zu. Thielemans versucht über die linke Außenbahn mal eine Chance zu kreieren, Schadli mit der Flanke, aber dann ist auch Roman Bürki da und der BVB klärt das ganz spielend locker leicht auf mit dem Selbstverständnis, das sie aktuell einfach besitzen. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen, was war jetzt mit dem BVB los? Hatten sie Lust noch einmal einen draufzusetzen? Jadon Sancho mit der Flanke, Henrichs kann es aber klären und dann war die Situation auch wieder entschärft. Wir sind schon in der Schlussphase, es brannte nicht mehr wirklich was an. Monaco hätte sich hier mit dem 1:2 nochmal schnell rankämpfen können, aber in weiten Teilen war der BVB hinten einfach zu stabil, obwohl Piszczek sich jetzt hier fast verzettelt hatte, setzt sich aber durch und legt den Ball auf Paco Alcacer und der hat die Übersicht. Paco Alcacer hat die Übersicht, aber etwas zu weit gespielt und Henrichs kann es dann klären. Sehr chancenarm das Spiel in der zweiten Halbzeit. Der BVB musste nichts mehr machen, Monaco konnte nichts mehr machen, weil die Gäste einfach gut aufgelegt waren in der Verteidigung. Marco Reus ist der Matchwinner mit seinem Doppelpack. Entschied da die ganze Partie schon im ersten Durchgang. Und damit besteht die Chance also für den ersten Tabellenplatz.
Man muss jetzt schauen, was Atletico Madrid im Parallelspiel gegen Brügge getan hat. Der FC Bayern München ist aktuell Tabellenführer und ist jetzt beim Kontrahenten auf dem Tabellenplatz 2 zu Gast. Ajax Amsterdam muss hier den Dreier einfahren, um am Ende die Gruppe gewinnen zu können. Der FCB also dazu erstmal angehalten, hier einen Punkt zu holen. Trotzdem hat Niko Kovac natürlich auch den Anspruch, hier einen Dreier einzufahren. Und sie versuchten es am Anfang, die richtigen Möglichkeiten wurden aber sehr, sehr hart und sehr schwer erarbeitet. Der erste Versuch hier erstmal von Delikt abgewehrt und dann war es auch geklärt. Also richtig gefährlich wurde es in dieser Situation nicht. Über 20 Minuten schon gespielt. Ajax kam nach vorne gar nicht so richtig zur Entfaltung, weil Bayern das deutlich besser machte als im Hinspiel, als Ajax Amsterdam ja die Partie fast kontrollieren konnte. So sah es hier gar nicht mehr aus. Trotzdem, dieser Nadelstich kommt einem doch irgendwie bekannt vor, aber diesmal wurde da nichts draus. Dolberg, ja, auch das ist eher so ein halber Rückpass, halbe Rückgabe. Neuer schmeißt sich auf den Ball, muss nicht wirklich gefährlich eingreifen. Vor der Pause dann nochmal der Versuch. Diese Flanke von der rechten Seite ist aber missglückt. Thiago über die Außenbahn und dann war auch schon Halbzeit. Es war an Torchancen wirklich wenig rauszuholen aus dieser Partie. Der FC Bayern München verteidigte eben sehr gut, ließ so gut wie gar nichts zu, kontrollierte die Partie, aber konnte selber nach vorne zu wenig wirklich Gefährliches entwickeln und so ging es dann folgerichtig mit 0:0 in die Pause. Doch das sollte im zweiten Durchgang hoffentlich besser werden, ansonsten wären das nochmal sehr zähe 45 Minuten. Dem FC Bayern würde es ja reichen und Ajax Amsterdam versuchte es jetzt auch nach vorne etwas Kreatives zustande zu bringen, aber wie gesagt, der FC Bayern weiterhin sehr kompakt und sehr konzentriert in der Defensive, ohne ein Risiko eingehen zu wollen, hier was zu verlieren. Über die rechte Seite konnte es dann mal aufgezogen werden und Schöne tatsächlich mit dem besten Abschluss bislang in dieser Partie. 53 Minuten waren da von der Uhr, er trifft nur den Außenpfosten. Neuer ist froh, dass er da nicht eingreifen muss. Den hört er nur am Ohr vorbeizischen. Das wäre aber die Möglichkeit mal gewesen für den Punch für Ajax Amsterdam. Jetzt wurde der FC Bayern aber wieder kontrollierter, wieder vorsichtiger, wagte sich langsam und selten nach vorne. Goretzka blind und dann war auch diese Situation wieder geklärt. Es war weiterhin an Torchancen wenig bis gar nicht rauszuholen und dementsprechend lief eigentlich alles gut für den FC Bayern München, denn mit diesem 0:0 könnte man leben. Klar, es war kein berauschendes Spiel bislang und man hätte sich vielleicht mehr erhofft, aber das 0:0 würde reichen und erstmal ist man ja über Resultate froh, mit diesen zufrieden. Und Thiago kam da nochmal, versuchte es, aber da war De Jong dazwischen. Die letzte Aktion kann nochmal eventuell für Diskussion sorgen, war da eine Hand mit im Spiel, wir schauen in der Slow-Mo drauf und dann werden wir gleich sehen, nein, das tat nur sehr, sehr weh für De Jong und dann war es das tatsächlich, das High oder Lowlight jetzt in der Schlussphase nochmal. Ajax Amsterdam bleibt damit auf dem zweiten Tabellenrang, Bayern gewinnt die Gruppe, ohne sich hier wirklich nochmal einen Arm auszureißen. Die Champions League ist schon mal Geschichte für Hoffenheim, zumindest nach diesem Spiel gegen Manchester City. Man könnte noch in die Europa League kommen, dazu müssten aber parallel Schachtja Donetsk und Lyon mitspielen und man müsste hier selber erstmal in Manchester einen Dreier einfahren. Und die Gäste hatten tatsächlich auch die erste Möglichkeit, Joel Linton per Kopf gar nicht mal so verkehrt und die Elf von Julian Nagelsmann zeigte, sie war hier richtig gut aufgelegt, denn gegen Schachter war es ja wirklich unglücklich am Ende, wollte man den Dreier und stand dann komplett mit leeren Händen da. Joel Linton im Strafraum hat die Übersicht und da ist Florian Grillitsch und dann stand es 0:1. Die Gäste aus Sinsheim führten also tatsächlich mit 1:0 nach 19 Spielminuten im Etihad Stadium. Das war absolut verdient. Die Elf von Pep Guardiola nicht mehr wirklich anzuhalten, hier was zu machen. Stehen punktetechnisch weit oben im Tableau und er war wirklich nicht damit zufrieden, was seine Elf spielte. Das ist nicht sein Anspruch. Er will jedes Spiel gewinnen. Dann wurden sie auch mal etwas gefährlicher. Leroy Sané mit dem Kopfball gegen Baumann, der hätte auch gesessen, war aber doch deutlich zu unplatziert gesetzt. Dann aber nochmal eine Angriffswelle der Gastgeber. Fernandinho auf Silva. Fernandinho kommt gegen Bicacic nicht durch, aber Sergio Kun Agüero macht den Ausgleich. 35. Spielminute, er ist am aufmerksamsten, reagiert am schnellsten und hämmert den Ball dann unhaltbar für Oliver Baumann in die Maschen. Unglückliche Situation, aber sie bekommt es da nicht geklärt
Und Vogt reagiert ein Stück zu langsam. Und Agüero ist eben ein absoluter Killer und lässt sich sowas da nicht zweimal sagen. Ist auch eine überragende Schusstechnik. So stand es dann zur Pause 1:1. Das Resultat war durchaus verdient. Zum Ende des ersten Durchgangs wurden die Gastgeber eben stärker und erarbeiteten sich den Ausgleich. Etwas über eine Stunde gespielt, dann wurde Hoffenheim wieder frecher. Stones verliert den Ball an Kramaric. Und Andrej Kramaric hat das super Auge für Ishak Belfodil. Ishak Belfodil, 2:1 für die Gäste. 63. Spielminute und plötzlich führten wieder die Gäste und der Traum, zumindest der halbe Traum von Europa lebte, die Euroleague also wieder in greifbarer Nähe durch diesen Treffer. Gut gemacht von Belfodil, der da noch kalt bleibt und zuschlägt. 20 Minuten nur noch auf der Uhr, Man City lief die Zeit davon. Ein Punkt wäre hier die sichere Tabellenführung am Ende des 6. Spieltages. Silva kommt hier aber erstmal nicht durch. Da waren sie einfach aufmerksam in der Verteidigung. Doch die Angriffsintervalle wurden immer intensiver von Man City. Das ist Stones. Fehlerform 2:1 gemacht. Sané, Sterling und Ausgleich. Auch das war jetzt wieder verdient. Hoffenheim wurde zu passiv. Ließ sich zu weit hinten eindrücken. Und jetzt war der Treffer da. Guardiola konnte sich wieder freuen. 10 Minuten noch auf der Uhr und wieder die Sinsheimer. Jetzt nochmal gefährlich. Dem hierbei mit dem klasse Abschluss. Ederson mit der überragenden Reaktion. Wir sind in der Schlussphase, in der Schlussminute. Kramaric nochmal. Andrej Kramaric steckt durch für Florian Grillic. Und dann ist es doch noch da. 90. Spielminute, 3:2. Für die TSG. Die Hoffnung lebt wieder, doch noch europäisch spielen zu können im nächsten Jahr. Und dafür war dieser Treffer notwendig, lebenswichtig und wieder super gespielt. Kramaric mit der nächsten Vorlage und Florian Grillic mit dem nächsten Treffer. Und das bedeutete dann auch das Endresultat. Hoffenheim zumindest prestigereich. Ziehen sie hier siegreich von dannen. 3:2 gewinnen sie gegen den großen Club aus Manchester oder gegen einen der beiden großen Clubs aus Manchester. So muss man es ja besser bezeichnen. Die Elf von Julian Nagelsmann nimmt von Pep Guardiola 3 Punkte mit und kann damit extrem zufrieden sein. Jo, das war die Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.